Geschafft oder nicht geschafft? Da war es einer. Da also wäre schon das Mut in Gewandtheit. Könnte beim Halbelfen drin sein. Ja. Die ist geschafft. Ja. Du wirfst das Fläschchen kurz. Du zählst noch in die Gedanken. 1, 2 ist es schon aufgeschlagen. Dann hörst du das laute Klirr. Und siehst dann auch wieder diese Stichwolke, die jetzt greift. Dieser Ölteppich, der sich verteilt. Das ist ein ganz anderes Feuer als das, was du eben gezaubert hast. Und dann gibt es eine weitere Stichflamme, eine Explosion, wohl weitere Gase, die da gerade explodieren. Und du springst auf, hast es über die Brücke, kannst noch 1, 2, 3 Schnecken ausweichen, weitere Sumpflöchern und verlierst wohl einen Stiefel, der zurückbleibt mit einem weiteren Schlupp. Und dann bist du über die Brücke, kannst in Richtung, ja, mehr humpelnd in Richtung von K7 wieder hechten. Währenddessen können die anderen zu 5 sich an der Motte ausruhen, sich so ein bisschen hochziehen. Und ihr blickt in das Gesicht eines kleinen Mädchens mit, ja, grünen Haaren, Blumen, Ästen und Zweigen, holzigen Augen. Sie guckt euch an, lächelt euch zu. Ha, das war knapp. Ja. Da hast du vollkommen recht. Und jetzt? Jetzt klauen wir es ihm seinen Schädel. Wer bist du? Ich bin Molinde. Schön, dich kennenzulernen. Was machst du hier? Molinde. Hey, das ist doch kein Name. Warum denn? Das jetzt? Ist das jetzt wichtig? Martha, Ruhe, hol die Boote, los. Martha ist auch kein Name. Soll ich dir helfen? Ja, ja, hilf ihm. Was kriege ich dafür? Ein Kuss von ihm. Auf wen Zeug? Auf wen Zeug? Vielleicht auch die Hilfe. Ich bin gut aussehen. Okay, sie nickt. Und dann kannst du sehen, wie ihr Körper wohl an die Oberfläche komplett treibt, verholzt. Und du kannst dann auf ihr, ja, als verholztes Mädchen, sie besteht komplett aus Holz und aus Ranken und aus Blumen, sie als Boot benutzen und übersetzen. Macht man. Ja, würfel mal eine Bootefahrenprobe. Jo. Derweil könnt ihr anderen vor dem Motto stehen, euch hochziehen, schlammtriefend. Midas, ist natürlich klar, wenn ihr jetzt die Motte betretet, dann würdet ihr A, sehr laut sein und B, Spuren hinterlassen, die jeder erkennt. Ich gucke die anderen beiden einmal an. Mandarion, die Wand hoch. Gut, dann geht's die Wand hoch. So sollten wir vielleicht nicht eindringen. Schaut uns einmal an, wir hinterlassen sehr offensichtliche Spuren und es wird sehr laut. Das machst du hoffentlich alles auf Attack, oder? Ja. Okay, ja, ich auch. Dann ziehe ich mich aus. Du ziehst dich komplett nackt aus? Nicht mal eine Klettern-Probe, oder? Nicht komplett, aber halt größtenteils wahrscheinlich irgendwie Unterkleidern oder so. Ja. Mein Rucksack und so weiter muss ich sowieso mitnehmen. Klettern, mach mal lieber einen Spinnenlaufen. Spinnenlaufen, na gut. Hätte ja sein können, dass du unsichtbar sein willst. Das hast du in Punin ja schon gemacht. Lass mal uns Zeit, das war nicht in Punin, das war in der Feste. Gott, das war genau gleich. Korvenstein. Du bist auch in Punin unsichtbar stimmt. Die Veranda hochgeklettert. Ah ja, stimmt. Aber das war der... Als ich Abel mir dann oben... Gott, ich finde den verdammten Spinnenlaufen nicht. Sekunde. Bei S. Ja, jetzt habe ich mal die anderen. Abel hat Zeit. Ja, ich mache exakt dasselbe. Ja. Ich lass mir keine Zeit. Alter. Ich zieh mich tatsächlich auch nackt aus, weil bringt ja nichts. Also nicht nackt, aber halt auch. Ja, was soll der Geiz? Ich meine, drei Männer, die können sich im Mondschein, im Nebel ausziehen. Richtig. Bleibt ich glitze im Mondschein manchmal. Was bleibt alles unter uns? Also, ja. Und in Unterkleidung würde ich dann auch klettern. Springt an der Wand, an die Wand und läuft hoch. Ja. Ja, ich kletter dann. Wie hoch ist die Erschwernis fürs Klettern? An der glatten Wand ohne Seil. Du kannst natürlich Freiklettern benutzen, aber so an sich ist das erstmal eine plus 12. Wie hoch ist die Wand? Ich muss gerade mal überlegen. Zweiter, dritter Stock würde ich dir pro Stock sind, ja, 7 Meter. Ja, dann... Pass auf, weil dann klebe ich mich an die Wand und dann kann er an mir hochklettern und über mir klebt sich Aldo an die Wand, dann kann er Aldo hochklettern und sollte gerade so reichen, um nach oben zu kommen. Ja, ihr könnt euch natürlich auch gegenseitig helfen. Das bringt natürlich eine ganze Menge an Erleichterung durch das Seil. Okay. Ja, kein Seil durch die beiden, aber... Durch die Advanced-Räuberleiter.
Genau. Okay, ja, dann so. Weil wir müssen ja keine Körperbeherrschung, also auch wenn wir kleben einfach an der Wand. Pro Held gebe ich dir eine Erleichterung von 3, dass du dich an den hochziehen kannst. Ja, das wäre dann 6er Erleichterung, also immer noch eine 6er Sterne. Genau, schauen wir doch mal. Ja. Sehr skurril, dadurch, dass sie auch nackt sind. Ja. Also mir macht das gar nichts. Ach, ich als Hexer bin da voll offen. Mir macht das schon was, weil er natürlich irgendwie kalt und klamm ist, aber ansonsten... Sowas habe ich mindestens zweimal im Jahr mit mehreren Männern. Midas ist sich sicher, dass sich Fex dieses Stück sehr ansehen wird. Jo, das ist noch... Er kann es nicht sehen, hier ist alles voller Nebel. Fex kann durch den Nebel sehen. Fex und Nebel, also das passt ja wie Arsch auf Eimer. So zieht ihr euch nach oben und steht dann auf einer kleinen hölzernen Balustrade, die hier nach draußen ragt. So ein kleiner Balkon. Ihr könnt dann durch die Fenster eigentlich, sie sind sehr schmal, aber ihr könntet durchklettern. Und das ist der Raum, wo Midas die Kisten gesehen hat. Die sind immer noch da. Und ja, ihr könnt den Schädel sehen. Aldrin selbst ist nicht da. Ich rücke etwas gequält das Drahtseil zurecht, dass ich mir bei der Schulter geschlungen habe, denn auf der blanken Haut sitzt das ja unbequem. Mhm. Gehst du den holen oder soll ich das machen? Nicke, dann fällt mir ein, dass der Fake-Schädel ja nach unten liegt. Gib dir das Zeichen für lass mich an dem Seil herab, ich hole unser Zeug und wir ziehen es nach oben. Warum gehe ich nicht einfach holen? Nicke. Dann kletter ich wieder runter, Spindler wirkt ja noch. Nehme die wichtigen Dinge, die anderen liegen lassen haben, also ihre Taschen nehme ich an. Oder was auch immer die hier locker bei sich hatten. Also ich habe meinen Dolchgurt und so noch alles oben. Nee, richtig, die erste Gurte oder so hätten wir wieder an, aber wenn irgendwie unten noch eine Tasche hat, dann wird die kurz gepackt und dann geht's wieder hoch. Derweil kann Martha Mychor mit Morlinde als Floß an der anderen Seite ankommen und du siehst wohl, wie ja, die Bauern gerade draußen stehen aus ihrem Haus. Es sind wohl nicht alle nach draußen gekommen, aber sie stehen da wohl, unterhalten sich laut, schwätzend in ihrem typischen Dialekt, den sie dann wohl aufweisen. Die Schweine sind allesamt eingetrieben worden in den stinkenden Schweinestall. Aktuell haben sie wohl noch keine Augen für euch, blicken allesamt nach draußen. Dann werde ich die Boote zusammenbinden und das eine schon losmachen und mich mit Möglichkeit unter dem Steg verstecken, bis ich von oben was sehe von der Palisade. Möchtest du schon übersetzen, wieder auf die andere Seite oder bleibst du hier, wo du sie... Nee, wenn ich es richtig verstanden habe, schießen die ja das Seil rüber und ich bekomme den Schädel dann hier rüber per Seilbahn. Gut, wenn das denn so klappt. Du kannst ihn nicht wirklich erkennen, es ist alles sehr neblig. Du hast es kurz das Gefühl, also du kannst natürlich den Turm noch erkennen und das Licht, was daraus ragt, aber Gestalten, die da hoch oder runter klettern, sind mittlerweile verschwunden. Derweil bei Madarion und Kasim. Der Halbelf ist gerade humpelnd mit deinem fehlenden Stiefel auf die Stelle zugetreten und kann Kasim dann durch den Nebel hindurch im Schlamm steckend nicht finden. Aber Kasim, du hörst ihn auf alle Fälle, wie er da nach dir sucht. Ja, dann wird Madarion vermutlich auch ein leicht schmatzendes Geräusch gedämpft durch den Nebel hören und sieht dann, wie eine Gestalt in wohl ehemals weißer Robe vor ihm steht. Kasim, ja? Hat es geklappt? Kasim dreht sich einmal im Kreis. Offensichtlich. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir vielleicht für den Rückweg eine vielleicht etwas radikalere Ablenkung vorbereiten sollten. Noch radikaler? Mir fehlt schon ein Stiefel. Ich dachte an Sturm. Habt ihr noch genug Kraft dazu? Ja. Dafür okay. Auf jeden Fall. Ich werde es vorbereiten. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass es am Ende auch funktioniert. Es ist eine sehr komplexe Zauberhandlung. Du kannst direkt vor dir sehen, wie sich der Schlamm bewegt und eine Schlange auf euch zukriecht, aus dem Wasser heraus. Es ist keine Schlange, es ist ein Tentakel. Ja, da bekommt Kasim auf jeden Fall Flashbacks von der blutigen See. Den Stab, den er eben noch quasi vor sich legen wollte, um irgendwelche Rituale damit zu machen, packt er jetzt fest und ich zünde das Eisschwert.
Ja, Madaillons Hand geht auch zum Schwert und... An die Leute, Spieler, die das regelmäßig benutzen. Auf welche Eigenschaften wird Flammenschwert gewürfelt? Boah. Ist eine Liturgie, eine Liturgiekenntnisprobe ist es nicht, ist es eine Ritualkenntnis? Ritualkenntnisprobe. Aber auf welche Eigenschaften? Die ist ja bei jedem Ritual anders. Feuerschwert. Gehen wir 2 Minuten, ja. Flammenschwert, nicht Erschaffung, wir wollen gerne die Aktivierung. Mut, Intuition, Mut in Gewandtheit. Belastend, dann habe ich 7 Sternchen. 7 Sternchen, dann machst du wie viel Schaden? Ich tue natürlich, weil ich das in der Hand führe, alles in den... Das ist 2 für 1, also kriegst du 3 Schaden drauf. In den Schaden, genau, dann kriege ich 3, dann bin ich bei 1W plus 7. Mhm. Für dich, das ist elementarer Eisschaden. Alles, was potenziell ein Humuswesen ist, ist dagegen höchst anfällig. Und Madaillon hat ein normales Schwert, was nicht geweiht oder nicht magisch ist. Richtig, ja. Gut. Ja, also Madaillon kann sehen, wie Kasim eben doch den Stab in Hand haltet, dann ihn hochreißt, kurz die Augen schließt und dann der Stab zuerst so ein wenig gläsern wird und sich dann blitzschnell zur Form eines klassischen Kunchoma-Tulamiden-Säbels verformt. Ja, du kannst mittlerweile sehen, wie ein zweiter und ein dritter Strudelarm auf euch zuschlängelt und sich dann durch eure Gespräche ein Wesen auf euch zubewegt, krakenförmig aus Wasser und Strudel und Sumpf bestehend. Kasim, was ist das? Genau die Frage wollte ich dem Spieler da stellen. Kann ich das irgendwie einschätzen? Magiekundeprobe. Spezialisierung Elementare zählt. Das ist gut. Während du mit deinem Eisschwert in der Hand es anstarrst, kannst du sehen, wie sich weitere Tentakel auf dich zuschieben. Und du meinst, dass wohl davon erstmal keine Gefahr ausgeht, aber die, die Tentakel legen sich liebevoll um deine Beine, um deine Arme, berühren dich und das Eisschwert. Liebkosen dich. Und auch Madaillon. Madaillon kann sehen, wie Kasim tatsächlich die Augen schließt. Es ist... Also ich hätte 12 Sternchen. Ich nehme an, damit kann ich sehen, dass es tatsächlich einfach nur ein neugieriger, großes Elementar ist. Ja. Es ist nicht böse. Es ist nicht böse. Es ist nur neugierig. Also nicht abschlagen? Und dann wird es böse und dann sind wir tot. Okay. Kasim steht ganz lässig da, hat zwar das Eisschwert noch an, ich nehme an, das wird einmal so mit dem spitzen Tentakel angetitscht und dann in Ruhe gelassen, weil böse. Jein, es besteht vor allem auch aus Wasser. Also natürlich kannst du einige Humus-Ausformungen erkennen, aber es ist auch Wasser. Ah, ja. Und so wirst du erstmal analysiert, du wirst gemustert, du wirst begrüßt und ebenso wird es dann auch der Halbelf getan, werdet ihr dann berührt von vielen unzähligen Armen aus Wasser und Dreck. Ja, da kann Mandarion wieder oben ankommen und hat den Schädel in seiner Hand. Ich reiche den dann auch direkt an Minas weiter, denn... Nicke nur und würde mich dann durch das Fenster in den Raum hineinbegeben und anderen dann einschauen. Ich folge auch. Ja, gib mir mal eine Schleichenprobe. Ist nicht erschwert, weil aktuell in dem Raum keiner ist, aber... Die sich verstecken Probe ist hinfällig. Dann ist die Schlammspuren. Wir haben extra rausgezogen. Who cares? Ja, Nutz haben wir halt trotzdem an uns. Ja, es ist nicht so leise wie irgend möglich und könnt die Kisten aus Holz erkennen. Den Schädel, wie er dort auf dem Samtkissen liegt. Das Alicorn von dem gedrehten Einhorn abgeschlagen, abgetrennt. Vielleicht ist es echt. Ja, da stecke ich ein. Ja. Die finden sicherlich einen Haufen Gold wert. Ja, dann fange ich an, da ich in guter alter Tradition Ivo in die Hütte wegbrennen will, fange ich an, das Pyrophor und die Stinktöpfchen zu verteilen. Ich bedeute ihm, damit noch einen Halt zu gebieten. Ich mach's nur bereit. Ich werde es nicht auf, keine Sorge. Sobald er Stinktöpfchen rausnimmt, bin ich weg. Ich mach's ja nicht auf. Ich stell's egal. Es wird egal sein. Mandarion geht nach unten. Ja, okay. Kann er machen. Was heißt unten? Ich gehe wieder aufs Dach. Richtig, ja, wieder aufs Dach. Wieder übers Dach und dann raus. Ich gehe. Nee. Nee, ich bleibe auf dem Dach. Das war ja der Plan.
dass ich von hier das gleiche Drahtsetz erschießen kann. Ich mache das schon mal in meinem Fall fest und gucke, dass der Bogen vernünftig ist und so weiter und so fort. Ja. Und halte Ausschau, wo ich schon hier bin. Ich gucke mich nochmal im Saal um, ob ich irgendwelche Fallen oder Mechanismen sehe, die den Schädel irgendwie sichern würden. Auf den ersten Anhieb nichts. Er liegt einfach nur auf diesem Sandkissen. Und unter dem Sandkissen ist ein... Das ist ein Steinsockel. Steinsockel, okay. Midas, schau mal wegen der Truhe. Ja, ich würde mir die Truhe einmal genauer angucken. Es sind mehrere Kisten, ne? Mehrere Kisten. Ja. Teilweise kniehoch, teilweise menschengroß. Aus Holz allesamt, mit dicken Eisenketten darum und teilweise auch Koschbasalt, Blaubasalt. Die kleinste. Die kleinste. Würde ich mir gerne mal genauer angucken. Ja, kleiner Kasten steht da irgendwo vor dir an der Wand und ansonsten nicht weiter auffällig. Okay, lässt sich die öffnen? Also könnte ich das Schloss knacken? Du kannst die Kette dazu knacken, wenn du einen Dietrich dabei hast. Habe ich. Ja, dann gib mir mal eine Schlösserknacken plus 7. Okay, ich denke, warte. Ich muss gerade kurz gucken, ob ich die Talentspezialisierung habe. Die habe ich nämlich nicht eingetragen. Das wundert mich. Talentspezialisierung. Schlösser knacken, Schlösser habe ich. Ja, also du kannst Schlösser knacken auf Schlösser spezialisieren? Ja, du kannst auf Schlösser und auf Fallen spezialisieren. Boah, Alter. Plus 5 erschwert. Der Dietrich gibt mir keine Erleichterung. Ist nämlich ein normaler. Meinen guten habe ich nicht mitgenommen. Das wäre geschafft. Ja, du kannst das Schloss lösen, die Ketten werden locker und du könntest die Kiste mit einem Scharnier dann öffnen. Bedeutet Arthur, dass er das gerne machen kann? Ich werde in der Zwischenzeit den Schädel austauschen, deute ich mit Attack-Handzeichen an. Du Kiste, ich Schädel. Ich nehme mir davor noch die Zeit und sammle so ein paar Holz und leicht brennbare Gegenstände zusammen und lege die so mit Stinktöpfchen auf einen Haufen. Dann gehe ich an die Kiste. Öffne sie. Ja, im Inneren kannst du einen amorphen Schaum erkennen. Ja, du weißt nicht genau, was das sein soll, aber es ist halb gefüllt, füllt halb die Kiste und bewegt sich. Kann ich Magiekunde würfeln? Ja. Kunde, ich glaube, mal steigern. Ach nee, keine Ahnung. Ja. Komischer Schaum. Keine Ahnung. Ich deut mal Midas rüber und zeig ihm auf Attack, was ist das? Zuck mit den Schultern, ich hab nicht mal Magiekunde. Kümmert mich halt erst wenig. Dann widme ich mich meinem Feuerteufel sein, aber lass die Kiste offen, wenn das, keine Ahnung, könnte ja ein Feenwesen sein, das raus will. Könnte auch ein Dämon sein, der raus will, keine Ahnung. Ich nehme den Schädel und pack den anderen Schädel daraufhin auf den Sockel. Mhm. Also so Indiana Jones-mäßig tausche ich die beiden aus. Ja, würfel mal eine Fingerfertigkeit. Taschendiebstahl, oder? Das ist geschafft. Ja, du bist der Meinung, es hat nichts geklickt. Dann würde ich unserem Elfen und Darion jetzt das Zeichen geben, den Pfeil mit dem Drahtseil zu verschießen. Ja, möchtest du dafür eine Probe oder gehst du davon aus, dass ich ein scheuen großes Ziel schon treffen werde? Nein, ich kenne deine Werte. Ja, danke. Naja, 20 Zimmer drin. Ja, der Pfeil ist natürlich unglaublich schwer, aber du kannst das abschießen und triffst dabei nicht den Piraten, der dort irgendwo unten stehen muss. Ich würde auch noch mal Midas andeuten, die anderen Kisten auch noch zu öffnen. Ich traue Albuin zu, dass da irgendwo noch ein Satyr drin liegt. Gut, ich würde mich daran machen, die anderen Kisten zu öffnen. Ja, das Gleiche, die Ketten werden gelöst und du kannst dann nach und nach die Scharniere weg zur Seite schieben, die Kisten öffnen und du kannst in der eine Frau erkennen mit langem, immer feuchten Haar. Eine Flosse an ihrem Körper, als wäre sie, ja, sie ist natürlich kein Mensch. Verschiedene andere humanoide Elementare, dünn, nass, glänzend, durchsichtige Haut, fragil, furchtsam. Es sind verschiedene Dinge, Mischwesen darin, die sich hier irgendwo in den Zauberersümpfen gebildet haben werden müssen. Wie gesagt, du bist immer der Meinung gewesen, du würdest selbst diese großen Holzkisten für deine Handelsmission benutzen, so als könnte man damit Dinge in alle Welt schicken. Gesichert? Was hat er vor? Hm.
ja, ich kann das nicht ermessen und ich würde denjenigen Wesen, die aus den Kisten sich herausbewegen können, auch helfen, das zu tun. Bevor wir dann. Du siehst, wie diese immer glänzende Frau mit ihrem Fischschwanz jetzt auf dem Boden liegt und sie hat tatsächlich sowas wie einen Mund und fängt jetzt an zu schreien. Psst. Ich halte ihr den Mund zu, direkt. Wir sind hier, um euch zu retten, Ruhe! Gibt es Geräusche? Ja, dann. Ja. Können wir? Ja, dann. Die Mendarion Tür geht auf. Mendarion hat seinen Pfeil verschossen, ich würde aus dem Fenster rausspringen. Initiative. Ja. Ja. Schauen wir mal, vielleicht haben sie noch eine höhere Initiative, ansonsten. Sie haben keine höhere Initiative. Schade. Sie sind bei der 13. Wenn ihr da drüber kommt, habt ihr kein Problem. Habe kein Problem. Warte. Aber knapp, okay. Junge. Aber knapp. So, schauen wir mal. Ja, ich bin auf jeden Fall drüber. Gut, dann könnt ihr vorziehen. Was wollt ihr tun? Vor euch stehen jetzt Leibwächter. 5 Stück mit gezogenen Schwertern, Schild, glänzend, Bandstab. Ja, kriegen die jetzt erstmal eine Pyrophor-Flasche an Kopf. Ja, okay. Das ist ja die erste Aktion, die du nicht für die Flucht benutzt. Würfel gerne, Fernkampf. Geschafft. 19? Ja. Yep. Okay, Würfel. Ja, nicht mit Erschwernissen für Entfernung und Zielgröße hast du nicht gesehen. Hast du nicht geschafft. Also ich werde die einfach nur vor mir hinwerfen. Ich werde da nichts. Du hast gerade gesagt, an den Kopf. Ich wollte gerade sagen, und die Schildparade ist auch geklappt. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, dann schmeißt du sie halt vor deine Füße. Dann ich meine, du hast dir die Kisten aufgerissen. Dass du bescheuert bist, wissen wir schon. Das kannst du nicht mehr abstreiten. Ich habe gesagt, ich würde gerne vorziehen. Ich würde, wie ich schon angekündigt habe, nämlich durch das Fenster auf den Balkon und mich an dem Drahtseil runterfahren lassen. Ja. Ja, ich möchte dann ebenso vorziehen und selbiges tun, bevor es hier gleich oben noch heißer geht. Ja, kannst du machen. Also soll heißen, würfel mir vorher nochmal eine Alchemieprobe. Nee, dann chippe ich die 19 einfach. Ich habe den Glückchip ausgegeben und den anderen noch nicht. Ja, ist okay, dann kannst du es gerne tun. Genau, dann werfe ich sie. Wahrscheinlich die 20. Nee, und dann renne ich. Gut. Ja, die Schildparade steht halt trotzdem weiterhin. Du kannst die Pyrophor-Flasche werfen, schmeißen, sie explodiert am Schild. Und verteilt dann das Öl an dem Schild. Sie stürmen trotzdem euch hinterher. Du hast aber jetzt deinen Wurf ausgegeben und sie können selber zumindest eine von ihnen einen Sturmangriff versuchen. Das tun sie jetzt auch. Sturmangriff 4 gelungen. Oh, haha. Dann bekommst du jetzt. Kann ich ausweichen? Du kannst schon mal ausweichen. Du kannst ausweichen, aber dann kannst du natürlich auch nicht weiter fliehen. Dann stehst du immer noch in diesem Raum. Dann du, kannst frei du kannst frei ausweichen. Was macht frei ausweichen? Naja, du weichst frei aus und musst dafür vor deiner nächsten Angriffsaktion dich erst positionieren. So. Ja, wenn ich wegrennen will, ist das ja passé, oder? Deswegen sage ich's. Ansonsten wären das jetzt 12 Schaden. Ach, das geht ja noch. Ja, dann versuche das ausweichen wenigstens mal. Du denkst dann, dass deine halbe Geschwindigkeit da auch noch mit reinkommt? Du bekommst 12 TP. Ja, und dann renne ich. Ja, dann bekommst du noch einen Passierschlag hinterher. Das könnte eine Wunde sein, oder? 12 TP. Passierschlag ist auch gelungen. In das rechte Bein. Oh. Weiter Treffer ins rechte Bein. Wieso 2 Passierschläge? Nee, du bekommst einen Sturmangriff, dann löst du dich aus dem Kampf und bekommst dazu einen weiteren Passierschlag. Ja. Ja, es sind nochmal 7 TP in dein rechtes Bein. Du hast da einen Sturmangriff dran gedacht, dass auch seine halbe Geschwindigkeit das Schaden dazu bekommt? Ja, sind 4 plus 4 plus 4 sind 12. Warum hat er dann jetzt beim zweiten Treffer nochmal plus 4? Weil das der ganz normale Schwertschaden ist. Du weißt, dass du beim Sturmangriff auch deine plus 4er Ansage als Schaden dazu bekommst, ja? Also nochmal eine plus 4. Beim Sturmangriff bekommst du deinen Grundschaden plus die 4 von der Ansage plus deine halbe GS. Ja, dann sind das nicht 12, sondern 16. Ansonsten wäre er ja viel schlechter als jeder Wuchtschlag. Würfel mal eine Selbstüberschwemmungsprobe. Dann kannst du die selbst. Wenn das nicht gechippt ist, dann wirst du jetzt ohnmächtig. Kampfunfähig. Wieso? Ich hab's doch geschafft. Erschwert um den Wundschmerz? Erschwert um Schaden über Wundschwelle. Genau. Wundschwelle ist? Deine Wundschwelle, Konstitution halb eventuell eisern. Und du bist eisern, also eine Wundschwelle von 9. Und ich habe dir 16 TP gemacht. Wie hoch ist deine Rüstung?
rechten Bein? Ja, null, ich habe ja nichts an. Ja, dann bekommst du 5 über Wundschmerz und dementsprechend ist das nicht geschafft. Wenn du das nicht schippst oder nicht schippen kannst, dann fällst du um. Kampfunfähig. Dann verbrenne ich meinen Chip, weil sonst sterbe ich. Okay, dann wird der Chip verbrannt und du kannst aus dem Fenster hinausfliegen. Ihr könnt euch abseilen und landet nach kurzer... Ich verzichte da gerade mal auf eine Probe. Könnt dann... ich habe hier noch Spinnenlauf aktiv. Ist am Seil egal. Spinnenlauf ich am Seil funktioniert trotzdem nicht. Nee, ich kappe, sobald Ado uns erreicht, kappe ich das Seil, dass die nicht nachkommen. Nehmt tatsächlich den Pfeil mit. Nicht, weil es Sinn macht, sondern aus sentimentalen Gründen. Gut. So könnt ihr dann vor Martha Mycho am Boot stehen, an den 3 Booten, beziehungsweise 2 plus Morlinde, die sich gerade auf den Rücken gedreht hat und die Mendarion einen Kuss zuhaucht. Ja. Ja, sie kriegt einen Kuss von mir. Einen ganzen richtigen, echten. Ja. Ah, jetzt einsteigen! Ich nehme einmal noch meinen... ich habe ja noch 2 Stinktöpfchen. Ach, ich klöpfe mir die Nase zu. Und werf die in die beiden anderen Boote. Also wir haben ja insgesamt 3 Boote hier, oder? Ja, gesagt, getan. Mendarion tut ohnmächtig. Ja, gut. Darf ich wenigstens versuchen, mich selbst zu beherrschen? Nein, darfst du nicht. Ja? Okay. Habt ihr den Schädel? Ja, weiter, los. Ihm. Ich liege jetzt also den Arm des Moor-Dings. Teils. Cool. Wollte ich schon immer mal sein. Und so könnt ihr in Richtung Norden übersetzen, Kasim und Mendarion Mondklang aufsammeln, die ihre Begegnung mit dem Elementar, mit dem Kraken abgeschlossen haben und nach Norden über den Sumpf fliehen.